RTV Kompakt heute mit diesen Meldungen. Bau um, Geld für Notaufnahme. Bleibt dran, Zukunft für EHV 09. Und schau hin, Tipps für Eltern. Und mit einer Zahl des Tages starten wir in die Donnerstagsausgabe. Glück auf, willkommen, gut, dass Sie da sind. Pokémon Go war ein Hype des Jahres 2016, der um das Erzgebirge keinen Bogen gemacht hat. Auch die Erzgebirgssparkasse nutzte das Spiel und hatte zur Monsterjagd aufgerufen. Jetzt hat der Hersteller des Spiels veröffentlicht, welchen Weg alle User weltweit seit Veröffentlichung des Spiels zurückgelegt haben. Das sind stolze 8,7 Milliarden Kilometer. Unvorstellbar. Im Vergleich sind das mehr als 217.000 Mal um die Erde oder 72,5 Millionen Mal von Schwarzenberg nach Dresden. Man könnte auch sagen, auch wenn wir uns das ebenfalls schlecht vorstellen können, es ist eine Strecke von 38 Mal von der Erde zum Mars oder eben einmal Schuhe shoppen mit der Ehefrau. Auf diesen 8,7 Milliarden Kilometern haben Nutzer weltweit 88 Milliarden dieser kleinen Monster aufgespürt und gefangen. Doch es gab dabei auch Unfälle. Auch in Deutschland endete so manche Monsterjagd in der Notaufnahme, weil man beim Gehen auf das Smartphone gestarrt hat, statt sich auf den Weg zu konzentrieren. Für alle die und natürlich für alle anderen auch, die außerhalb der Öffnungszeiten von Hausärzten medizinische Hilfe benötigen, sind die Notfallaufnahmen in den Krankenhäusern da. Die in Annaberg-Buchholz kann nun erweitert werden. Das EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg erhält eine neue Notfallaufnahme. Für den Umbau und die Erweiterung der Notfallaufnahme überreichte Gesundheitsministerin Barbara Klepsch dem Klinikum noch vor Weihnachten Fördermittel in Höhe von 2,59 Millionen Euro. Die Notfallaufnahme hat eine immense Bedeutung für ein Krankenhaus. Sie ist die Visitenkarte der Einrichtung, sagte Ministerin Barbara Klepsch bei der Bescheidübergabe. Mit dem Umbau werden alle Voraussetzungen für eine Behandlung nach dem neuesten medizinischen Standard geschaffen. Im Zuge des Umbaus wird die Liegendanfahrt verlegt und die medizinische Nutzungsstruktur neu aufgebaut. Das EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg ist ein Krankenhaus der Regelversorgung mit 375 Betten in den Fachgebieten Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin und Psychiatrie und Psychotherapie. Das Krankenhaus ist einer der größten Arbeitgeber der Region. Ihm kommt damit auch eine ganz besondere Bedeutung im Landkreis zu, ergänzte die Ministerin. Seit 1991 erhielt das EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg reichlich 21,5 Millionen Euro Pauschalfördermittel und 90,7 Millionen Euro Einzelfördermittel. Meldungen fürs Erzgebirge am Donnerstag. Neben dem Erzgebirgsklinikum Annaberg, das 2,59 Millionen Euro für eine neue Notfallaufnahme erhielt, konnte sich am Mittwoch auch das Klinikum Mittleres Erzgebirge über Fördermittel freuen. Gesundheitsministerin Barbara Klepsch übergab dem Krankenhaus in Zschopau einen Fördermittelbescheid aus dem Investitionsprogramm Brücken in die Zukunft in Höhe von über 1,1 Millionen Euro. Mit der Förderung soll am Klinikum der Um- und Neubau von Räumen für die Zentralsterilisation realisiert werden. Das neue Gastgeberverzeichnis für Schwarzenberg, Breitenbrunn, Johann-Georgen-Stadt, Grünhain-Beierfeld, Lauter-Bernsbach und Raschau-Markersbach wurde kürzlich fertiggestellt. Insgesamt 66 Unterkünfte und 14 Dienstleister der Region haben im Heft inseriert. Die regionale Auskopplung ist Bestandteil des Gastgeberverzeichnisses für das gesamte Erzgebirge, welches durch den Tourismusverband Erzgebirge im zweijährlichen Rhythmus zentral für die gesamte Ferienregion erstellt wird. Während das Gesamtverzeichnis für das gesamte Erzgebirge in einer Auflage von insgesamt 80.000 Stück erstellt wurde, ist die regionale Auskopplung für das westliche Erzgebirge in einer Stückzahl von 15.000 hergestellt worden. Albrecht Spindler ist als Bürgermeister von Jahnsdorf vereidigt.
Bei der Wahl Mitte Oktober hatte sich der parteilose Einzelbewerber gleich im ersten Wahlgang gegen drei Mitbewerber durchgesetzt. Er bekam 63,4% der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 71,6%. Die Vereidigung des neuen Bürgermeisters wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres vollzogen. Zwei Verkehrsunfälle innerhalb kurzer Zeit ereigneten sich am Mittwochnachmittag in Aue. Zuerst forderte ein Unfall in der Bahnhofstraße zwei Verletzte. Ein Skoda-Fahrer kam nicht mehr selbstständig aus seinem Auto und musste von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden. Anschließend kam der Mann ins Krankenhaus. Nur wenige Minuten später kam es ganz in der Nähe zu einem weiteren Unfall. Ein Anhänger riss sich auf der Lößnitzer Straße von einem LKW los. Der Anhänger durchbrach einen Zaun und kam erst auf den Gleisen des Bahnhofes Aue zum Liegen. Durch Glück forderte die Geisterfahrt keine Verletzten. Pünktlich zu den Weihnachtsferien öffnet das Online-Bewerbungsportal der Polizei Sachsen. Ab 23. Dezember besteht für alle Interessierten die Möglichkeit, sich online für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Polizei Sachsen zu bewerben. Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen sowie den Zugang zum Bewerbungsportal finden Sie auf der Internetseite verdächtiggutejobs.de. Jetzt zum Sport oder besser zur Sportpolitik. In Schlettau soll die Turnhalle an der Grundschule Schritt für Schritt saniert werden. Das berichtet die Freie Presse. Unter anderem wolle die Stadt knapp 200.000 Euro in einen Anbau stecken. Entstehen soll ein Geräte- und Mehrzweckraum. Ein solcher fehlt bisher. Der EHV Schönheide 09 wird am Freitag mit dem Auswärtsspiel bei den Blue Devils Weiden den Spielbetrieb in der Oberliga Süd wieder aufnehmen. Damit steht auch fest, dass sich die Wölfe-Fans auch auf das Heimspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen den EV Regensburg freuen dürfen. Der Vorstand des EHV Schönheide 09 hatte am 12. Dezember beim Amtsgericht Chemnitz Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebes bedeutet allerdings nicht die Rettung des Vereins. Dafür sind weitere Anstrengungen aller bisher Beteiligten vonnöten, um beispielsweise durch weitere Spendenaktionen, einem geplanten Crowdfunding-Projekt oder die Gewinnung zusätzlicher Sponsorengelder die geplante Sanierung finanziell abzusichern. In der Stadt Altenberg entsteht in den nächsten beiden Jahren ein neues Leistungszentrum für den Nachwuchs- und Spitzensport. Der Bau wird vom Freistaat Sachsen mit rund 4,5 Millionen Euro unterstützt. Der Bund beteiligt sich mit 1,35 Millionen Euro. Vom neuen Zentrum sollen Leistungssportler in den Sportarten Bob, Rudel, Skeleton, Biathlon und Mountainbike profitieren. So wird ein neues Trainingsgebäude unmittelbar neben der bestehenden Eliteschule des Sports und dem Internat errichtet. Baubeginn für das Leistungssportzentrum ist 2017, die Fertigstellung ist für 2018 geplant. Alte Fotos. Wir schauen mit Friedemann Bär auf die Vergangenheit. Vor 60 Jahren erhielt die Kreisorganisation des Deutschen Roten Kreuzes in Stolberg wenige Tage vor Weihnachten eine Spende vom Bergarbeiterkrankenhaus der SDAG Wismut in Höhe von 600 D-Mark für die ungarische Bevölkerung. Außerdem stellte die Sozialversicherung Wismut Medikamente im Wert von 50.000 D-Mark sowie einen Röntgenapparat im Wert von 10.000 D-Mark zur Verfügung. Die Kumpel und Techniker des Oelsnitzer Steinkohlenwerk Deutschland überreichten eine weitere Spende für Ungarn in Höhe von 10.000 D-Mark und 27 Belegschaftsangehörige erklärten ihre Bereitschaft, einem ungarischen Kind einen Erholungsaufenthalt zu ermöglichen. Das Stolberger Kreis Solidaritätskollektiv für Ungarn informierte am 23. Dezember 1956, dass bis zu diesem Tag von der Bevölkerung des damaligen Kreises Stolberg 29.826 D-Mark und 21 Pfennig gespendet wurden. Ins Stolberger Krankenhaus der Gegenwart kehren wir in unserer morgigen Sendung zurück. Zurück zu Weihnachten. Haben Sie Ihren Fernsehfahrplan schon gemacht? Das Weihnachtsprogramm der deutschen Fernsehsender verspricht ja wieder eine Menge großartiger Filme, Märchen, Dokumentationen und Unterhaltungsshows. Und das Programm besteht ja auch nicht nur aus dem meines Erachtens etwas überstrapazierten Aschenbrödel
und deren drei Haselnüssen? Und wenn, haben Sie auch daran gedacht, dass einige Sendungen nicht für Kinder geeignet sind? Ein Online-Portal hilft jetzt bei der Auswahl eines kindgerechten Fernsehprogramms. Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und wie jedes Jahr laufen rund um die Feiertage wieder besonders viele Spielfilme im Fernsehen. Damit Eltern nicht den Überblick verlieren und auch an diesen Tagen voller Programm die richtigen Sendungen für ihre Kinder auswählen können, gibt Flimmo unter www.flimmo.tv/Weihnachten einen Überblick über die TV-Highlights für unterschiedliche Altersgruppen. Zudem wird im Weihnachtsspecial auf Filme hingewiesen, die Kinder besser nicht sehen sollten. Für 3- bis 6-Jährige gibt es einfache Geschichten mit starken Helden. 7- bis 10-Jährige sind fasziniert von fantasievollem und märchenhaften. Bei den 11- bis 13-Jährigen wird es zum Teil schon richtig spannend, wenn mitreisende Abenteuer erzählt werden. Auf keinen Fall fehlen dürfen Filme für die ganze Familie. Hier gibt es viel zu lachen und Figuren, die schnell ans Herz wachsen. Die Filmhighlights eignen sich auch besonders gut zum Aufzeichnen. So sind Eltern und Kinder nicht an feste Sendezeiten gebunden und können die Feiertage besser planen. Im Weihnachtsspecial unter www.flimmo.tv/Weihnachten erklärt Flimmo zudem, was zu beachten ist, bevor Spielekonsolen, Tablets, Smartphones oder Fernseher verschenkt werden, und hat eine Reihe von Tipps zur Fernseherziehung zusammengestellt. Ideen zur Freizeitbeschäftigung, auch mal ganz ohne Bildschirm, runden das Special ab. Unsere Freizeittipps. An den beiden Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, lädt das Perla Castrum, ein Schloss voller Geschichte, um jeweils 14 Uhr alle interessierten Besucher zu einer besonderen Weihnachtsführung ein. Dabei stehen die erzgebirgischen Weihnachtstraditionen und die diesjährige Weihnachtsausstellung im Mittelpunkt. In dieser zeigt der Verein Heimatfreunde Waschleite seine Miniaturbauten von Sehenswürdigkeiten und Kulturschätzen des Erzgebirges in weihnachtlichem Glanz. Es wird um eine vorherige Anmeldung unter 03774 23389 oder perla.castrum@schwarzenberg.de gebeten. Wie's früher war, an Heiligabend, das zeigt die aktuelle Winterausstellung im Frohnauer Hammer. Den Gästen des Museums stellt sie das einzigartige Weihnachtsbrauchtum des Erzgebirges vor. Die liebevoll gestaltete Zusammenstellung von Weihnachtsfiguren bietet dem Besucher einen Querschnitt regionaler Volkskunst. Vor 300 Jahren starb Gottfried Wilhelm Leibniz, der als Philosoph, Mathematiker, Diplomat und Historiker als der letzte Universalgelehrte seiner Zeit gilt. Auf seinen Prinzipien fußt die Rechentechnik, die im Industriemuseum Chemnitz zu sehen ist. Noch bis zum Jahresende hat die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek in Hannover dem Museum zudem eine von 7 originalen Nachbauten von Leibniz' Rechenmaschine zur Verfügung gestellt, die neben verschiedenen Maschinen aus dem eigenen Bestand präsentiert wird. Mehr zum Industriemuseum Chemnitz, den aktuellen Ausstellungen und Veranstaltungen unter sächsisches-industriemuseum.de. Noch einmal kehren wir mit Nachrichten zu Ihnen zurück. Am Freitag 20 Uhr haben wir noch einmal vor Weihnachten die aktuellen Meldungen. Jederzeit und auch an den Feiertagen halten wir Sie auf erztv.de und auf unserer Facebook-Seite auf dem Laufenden. Ein kleiner Hinweis noch zu unserem RTV Adventskalender auf Facebook. Das Türchen 24 werden wir hier schon um Punkt 0 Uhr öffnen, sodass Sie den ganzen Tag Zeit haben, dort mal reinzuschauen. Ihnen jetzt einen angenehmen Abend. Gut, dass Sie heute dabei waren. Glück auf! Was mit Iris Ullmann 1990 in Schwarzenberg seinen Anfang nahm, ist heute eine Erfolgsgeschichte. 25 Jahre Ullmann-Reisen. Vom kleinen Büro zu einem der größten Reiseanbieter in Sachsen mit 8 Filialen. Heute ist Ullmann-Reisen nicht nur Reisebüro, sondern auch Reiseveranstalter mit eigenem Katalog.
Außerdem gehören wir als Kreuzfahrtspezialist bei führenden Reedereien wie TUI Cruises, AIDA oder Arosa zu den Top-Partnern deutschlandweit. Volle Fahrt voraus auf die nächsten 25 Jahre. Auch in diesem Jahr möchten wir es nicht versäumen, Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen. Im Advent bei Kerzenschein. Die Kindheit fällt uns wieder ein. Ein Adventskranz mit all seinen Kerzen lässt Frieden strömen in unsere Herzen. Dass Jahreshektik langsam schwindet und Ruhe endlich Einkehr findet. Ein Tag, er kann nicht schöner sein als im Advent bei Kerzenschein. Liebe Kunden, das Team von Ullmann Reisen aus Schwarzenberg möchte sich für die letzten 25 Jahre bei Ihnen bedanken und hoffen, dass Sie uns auch weitere 25 Jahre treu bleiben. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Feiertage, eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für 2017. Wir wünschen frohe Weihnachten. Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Schöne Möbel bringt nicht der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho! Schöne Möbel gibt's bei Rico Möbel. Wir wünschen all unseren Kunden eine besinnliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Überzeugen Sie sich einfach. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. In Stolberg-Erzgebirge auf der Zwönitzer Straße 10a. Weihnachtsklänge wieder hören können. Hörgeräte Enert wünscht Ihnen frohe Festtage und präsentiert Ihnen Wetter- und Tagesbilder.